Danke. Ich muss sagen, ich freue mich. Ich freue mich, dass Duka hier schon fast prominent auf diesem Titelblatt als Patronatsmitglied hier erscheint. Ich muss auch zugeben, dass es nicht schwierig ist, dorthin zu kommen. Da kann man sich sozusagen einkaufen. Also, in dem Sinne haben wir uns dort auch tatsächlich eingekauft. Wir sind nicht eigentlich ein aktives Mitglied dieser Open Source Community. Wir sind eher eine Stelle, die ins Spiel kommt, wenn es darum geht, eben Open Source Produkte zu nutzen, und zwar zu nutzen im öffentlichen Bildungssystem der Schweiz, das heißt in Schulen, von der Kindergartenstufe bis hin zu Sekundarstufe 2, Gymnasien, Fachmittelschulen, Fachmaturitätsschulen, aber auch berufsbildende Schulen. Ich freue mich, habe ich gesagt, das sind nicht leere Worte. Ich freue mich tatsächlich. In dem Sinne möchte ich gratulieren. Es ist die vierte Studie, die erscheint. Da wird eine Geschichte geschrieben und wir hoffen, dass diese Geschichte weitergeschrieben wird, eine Fortsetzung findet, nicht nur indem, dass weitere Studien erscheinen, sondern dass die Studie auch dazu beiträgt, dass eben Open Source stärker, vermehrt, breiter eingesetzt wird, nicht zuletzt auch in Schulen. Schulen habe ich gesucht im Bericht. Abgesehen von zwei Fachbeiträgen wird nirgends das Stichwort Schule erwähnt. Es sieht nicht allzu gut aus in den Schulen mit Open Source. Open Source ist dort wenig verbreitet, wird wenig genutzt, wenig eingesetzt. Ich bin aber sicher, Matthias wird mir dann sagen, ja, die Schulen sind ein ganz wichtiger Beitrag, eben in einer größeren Kategorie, Bildung und Forschung heißt das meistens oder so etwas. Das wird sicher irgendwie erklärbar sein, weshalb die Schulen nicht hier auftauchen. Aber wir möchten, dass in Schulen Open Source Produkte eingesetzt werden, in allen Bereichen, in denen in den Schulen IT und ICT zum Einsatz kommt. Wir haben uns also nicht nur eingekauft hier, wir stehen auch dazu und identifizieren uns mit den Inhalten dieser Studie, mit der Stoßrichtung, die hier deutlich wird. Und nicht zuletzt ist diese Studie ganz im Sinn von Herrn Haldimann eben ein Instrument für uns, um Open Source in den Schulen platzieren zu können. Wir sind nicht diejenigen, die entscheiden, nämlich darüber, welches Produkt zum Einsatz kommt. Das sind Stellen auf Seiten des Bildungssystems, das sind Kantone in erster Hinsicht, das sind aber auch Gemeinden, die über die Budgets, mit denen eben die Schulen unterhalten werden, und dort gehört die IT und ICT dazu, dann tatsächlich an ihren Gemeindeversammlungen, in ihren eigenen politischen Prozessen befinden. Sie sind die Spezialisten für Open Source und deshalb werde ich jetzt hier nicht weiter eingehen auf Vorteile von Open Source, auch auf die Nachteile nicht beleuchten. Ich hoffe und bin fast sicher, dass Sie das eigentlich besser können als ich selber. Ich möchte aber kurz in einem Aufriss zeigen, welche Herausforderungen im Bereich ICT auf die Schulen zukommen. Und ich glaube, das sind Felder, auf denen Sie, das sind ja auch Anbieter von Produkten, hier tätig werden können. Letztes Jahr haben wir uns mit dem, was Sie hier sehen, beschäftigt, 2005 eine Aufnahme und dasselbe Motiv 2013, also knapp, nicht ganz 10 Jahre liegen dazwischen. Es ist, zeigt die Papstwahl, den Moment der Bekanntgabe des Namens des Papstes in Rom. Die Gläubigen 2005 warten, alle schauen alle gebannt auf den Petersdom, wo jetzt dann eben dieser Papst gerade bekannt gegeben wird. Hier schauen Sie wahrscheinlich auf Ihren Bildschirm, den Sie alle vor sich haben, sei es nun ein Smartphone, ein Tablet oder was auch immer. Petersdom ist denn auch nun noch hier zu sehen, also in der Abbildung auf dem Tablet selber. Das war die Ausgangslage und wir haben die neu gefasst für das Bildungssystem. Jetzt bin ich eins zu weit. Nein, ein Fehler. Wir haben die neu gefasst in einem Bild, das sozusagen narrativ aufbereitet, was zwischen den beiden Bildern vorher liegt. ICT ist überall, jederzeit verfügbar. Alle sind heutzutage vernetzt. 100% der Jugendlichen
haben ein Smartphone, nutzen es weniger, zunehmend weniger zum Telefonieren, aber nutzen es dazu, um sich auszutauschen über die eher traditionelleren, noch über Mails oder sie nutzen irgendwelche Apps, WhatsApp und was es da alles gibt. Was heißt das für die Schulen, diese Landschaft, die hier entstanden ist? Die können nicht einfach weiterfahren wie bisher. Die haben Herausforderungen anzugehen, die wir hier in dieser zweiten Ebene bezeichnet, identifiziert haben. Es geht von Sicherheitsfragen über Lernsettings. Man kann anders unterrichten, man sollte anders unterrichten, wenn ein anderes Medium zum eingesetzt wird. Es geht um Konnektivität, es geht um Infrastruktur, es geht um Medienkompetenz, es geht um Handlungsfelder und so weiter und so fort. Sie können sich diese Stichworte, diese Themen, vor denen die Schulen stehen, die Sie als Herausforderung eben anzugehen haben, können Sie sich dann selber anschauen. Ich gehe jetzt nicht hier im Detail darauf ein. Und es gibt eine dritte Ebene. Es gibt eine dritte Ebene. Ich möchte. Ja, hier. Es gibt eine dritte Ebene. Das ist das Bildungssystem. Welche Stellwerke gibt es? Wo? Welche Gremien muss man bespielen, damit eben diese Entscheide auch in die richtige Richtung gefällt werden? Zum einen gibt es hier die erste Ebene, Bildung planen, die Makroebene. Da gibt es Gremien, die stellen sich andere Fragen zu diesen Herausforderungen als die Ebene, die Mesoebene, wo Bildung organisiert, Bildungsangebote angeboten, aufgebaut werden. Wir haben hier politische Fragen, wir haben hier organisatorische Fragen, wir haben dann auf der nächsten Ebene Bildung durchführen, pädagogische Fragen. Auch hier gibt es ein Manko. Pädagogische Fragen sind zum Beispiel bei den IWBs, den Interactive Whiteboards, die wie fast schon eine solche überall in den Schulzimmern aufgestellt werden, sichtbar. Die werden heute nicht gebraucht. Die Wandtafel ist als Mittel, als Medium zum Frontalunterricht wesentlich praktischer, weil einfach zu bedienen, als ein IWB, ein Interactive Whiteboard. Also es braucht auch pädagogische Entwicklung, um diese Medien, wie sie heute, um die ICT, wie sie heute zur Verfügung steht, zu nutzen. Und dann zum Schluss verändert ICT nicht nur das Lehren mit H geschrieben, sondern auch das Lernen. Also unsere heutigen Jugendlichen, unsere heutigen Schüler und Schülerinnen sind wahrscheinlich dort vielleicht vielen Lehrpersonen einen Schritt bereits voraus. Sie lernen anders als Lehrpersonen in meinem Alter es noch gewohnt sind. Also hier haben wir die Stellwerke, hier haben wir die Weichen, die bespielt werden müssen, die in die richtige Richtung gestellt werden müssen, damit das Ganze zum Spielen kommt, damit die Schulen ihren Platz in dieser ICT-Bildungslandschaft, möchte ich es nennen, dann auch tatsächlich finden. Sie finden diese Darstellung auf unserer Seite, sfid.educa.ch, können Sie dort herunterladen. Wir stehen gerne für Fragen, Anregungen oder auch Vorschläge, wie das Sie weiterentwickelt werden soll, zur Verfügung und freuen uns darauf, dass in Zukunft, nachdem wir Atlas das mir eben erklärt haben, weshalb es bei Open Source in Schulen nicht so schlecht aussieht, dass die Zukunft also rosiger ist, als sie heute hier im Bericht aufschreibt. Danke für die Aufmerksamkeit.